Weiter geht's auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum. Ist das hier jetzt ein... Ich dachte, das wäre ein Labyrinth oder so. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Okay, du darfst passieren. Steht hier eigentlich irgendwas dran? Indigo Plateau, das große Ziel aller Trainer, die Pokémon Liga. Steht das hier überall dran? Ja. Nee, Hauptquartier ist die höchste Pokémon-Autorität. Schließ mir jetzt aber nicht alles durch. Das große Ziel aller Trainer. Okay. Darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Okay, du darfst passieren. Gut. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken, was hier noch so ist. So, was steht hier? Siegelstraße, Pokémon Liga. Okay. Oh, so weit, ey. Speichern nochmal gerade. Weil den Weg, den brauche ich nicht nochmal zu gehen. Oh. Davon halte ich mich mal fern. Was ist das denn? Was ist das? Das sah so komisch aus. Gut, dann lasse ich das mal so da. Ein Georock? Ja. Lasst ihr mich mal alle in Ruhe. Ihr könnt alle Finale und da habe ich keinen Bock drauf. Wenn man sich noch unbedingt einen Kleinstein irgendwie fangen will, hat man hier die beste Chance dafür. Aber wahrscheinlich muss ich diesen ollen Stein da hinten drauf schieben, ne? Boah, das wird wieder voll die... Voller Schieberätsel, ey. Oh Mann, ich hätte mir so ein komisches Ding kaufen sollen. Irgendwas, was Schwache oder Pokémon im Allgemeinen abhält. Okay, gegen dich kämpfe ich. Du kannst nämlich kein Finale. Dunkelnebel. Alle Statusveränderungen wurden entfernt. Gut. Okay. Aber ich glaube, wir haben noch mal vor dem... Ich glaube, da ist noch was. Bevor wir gegen die Top 4 kämpfen, ist da, glaube ich, noch eine Aufladestation. Wenn nicht, wäre das mega asozial. Alter. Nee. Kannst du knicken.
das hier? Komme ich nicht durch. Ah, wahrscheinlich, wenn ich diesen Stein drauf schiebe, dann ist dann die Wand da weg. Könnte ich mir ganz so vorstellen. Okay. Ich bin ganz froh, dass ich dem Dave das gegeben habe. Dass ich nicht so ein Mongo-Pokémon dafür habe. Alter. Sondern, dass ich das halt meinen Pokémon, die ich so hab, beigebracht habe. Was ist das für ein Geräusch? Das hat sich nicht gesund angehört bei dem Auto. Och, Leute. Aber diesmal ging es eigentlich vom Abstand her. Jetzt musste ich gerade überlegen, ob ich das hier richtig mache. Ist das jetzt weg? Da oben war ja noch so ein Stein. Ja, es ist weg. Dann lasse ich den oberen Stein erstmal Stein sein. Okay, du kriegst wieder aufs Maul. Mann, immer diese Selbstverletzerei, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich hier den Part wahrscheinlich was länger mache? Weiß es nicht. Kriege ich da auch so noch nicht weg. Was mit dir? Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Aber du bist jetzt nicht schon die Erste, ne? Nee. Du bist nur eine, die hier rumsteht. Okay. Okay, ich versuche es jetzt einfach mit Dave. So weit, wie ich komme. So, Billy Cut war eigentlich, Christoph. Oh, das geht ja. Oh, oh. Nice. Vulnona. Was ist denn Voluna? Mann. Nee. Oh. Tot? Nö. Das war, glaube ich, nicht so gut, ne? Och, geht. Yes! Nice! Dave erreicht Level 43. Super! Ich glaube, Dennis müsste jetzt auch bald aufsteigen. Weil von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Ich bin raus. Gehen wir erstmal hier hin. Auf die Seite, weil da oben ist noch ein Item. Was ist hier? Nichts. Ist es noch an? Ja, sehr schön.
Kriege ich das denn wieder zurück? Also wie kriege ich den Raum hier resettet? Oder muss man sich da jetzt einfach entscheiden? Also ich konnte es nicht anders machen, das ging nicht. Ach Leute. Drecksrollerfahrer. Ah, da kriege ich den. Oder kriege ich den damit resettet? Ich werde es einfach probieren. 1, 4. Stärke? Fragezeichen? Okay, nochmal stärker und dann ist tot. Ein Fitzelchen und Dave ist tot. Ja, Christoph. Dann machen wir hier deinen Flammenwurf. Zack. Sehr effektiv. Lock. Ja, ich möchte gerne tauschen, weil sonst ist Christoph tot. Dennis. Einmal Donner, bitte. Ich mag das, dass das irgendwie so aussieht, dass das eine Kombination aus mehreren Attacken ist. So, 2 Stück hat er noch, ne? Ja, Blue Texo. Ich bleib mal beim Dennis. Mach noch mal Donner. Bringt das was? Hm? Und alles fängt irgendwie mit Donner an. Donnerschock, Donnerblitz, Donner. So, levelt hier jetzt noch irgendwie einer? Glurak. Ja, dann bleibt Dennis mal draußen. Kann das gleiche jetzt nochmal machen. Na. Ach, nö. Ah, oh, okay, es hat gar nicht. Achso, der greift ja jetzt von selbst weiter an. So war das, genau. Wow, nice. Okay, gegen Feuer ist Blitz gut, das muss ich mir merken. Jedenfalls war das jetzt gerade so. Immerhin hatte ich eine Chance. Nun. So. Zurück. Gucken, ob der Stein noch so da steht, wie wir ihn da hingestellt haben. Gut. Ah, nice, der ist wieder zurückgelaufen. Der Stein selbst ist zurückgelaufen. Nein, ich möchte nicht gegen Kleinstein kämpfen. Alles, was irgendwie so steinig ist, das kann man gerade mal wegbleiben. Oh, ein Onyx. Ah, haben wir lange nicht mehr gesehen.
glaube, das kann aber auch Finale. So, ist es noch drinne? Aber das können wir gar nicht passend verschieben. Außer wir fallen durch ein Loch irgendwie da rein. Doch, kommen wir wohl. Ich bin doof. Dave. Noch einmal. Jetzt vorsichtig. So. Sonderbonbon. Direkt verballern. Sonderbonbon. 43, 46, 45, 42. Kriegt der Alex da, der Lars das. So. Ich glaube, ich mache hier eine Doppelfolge draus, also 30 Minuten. Einfach weil ich es kann. Weil das dann erst quasi die zweite wäre. Die erste ist ja aus Versehen passiert. Und dann wäre das jetzt die zweite. Ich habe das natürlich extra gemacht mit den 27 Minuten. Ich hoffe mal, dass ich dann hier auch irgendwie hinfliegen kann. Sobald ich da oben mal war. So, was hier? Was das? Was ist das Schwarze? Okay, du kriegst auch aufs Maul. Also Flammenwurf gefällt mir schon ganz gut. Schnell. Zieht viel ab. Okay, da kann man einfach drauf rumlaufen. Okay, wir schieben erstmal hier den unteren. Das ist nämlich einfach. So, ich schätze mal, dass jetzt auch dieses Rumschieberei-Gedöns wieder weg ist. Weil wir den Screen gewechselt haben. So. Das wäre... Können wir jetzt da oben schon lang oder müssen wir beide... Weil den oberen, den kann ich nicht passen. Ich wollte gerade sagen, wer bist du denn? Das sah im Schatten so komisch aus. Okay. Ist das gut? Ja. Okay, die sind beide weg. Das ist fein. Oh, guten Tag. Da ist irgendwas. Die Siegesstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Was ist danach? Kann man dann einen Job irgendwie anfangen als Pokémon-Fuzzi? Maschok. Ja, da haben wir doch einen Christoph gerade ganz gut hier. Der kann dem mal gerade ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Schlitzer. Was war der zweite? Ach genau, dieser Feuersturm, wovon ich nur 5 Stück habe. Feuersturm war das, was ich bekommen habe. Ach, keine Ahnung. Oder Flammenmeer.
Nein, nicht wechseln. Feuersturm, Flammenwurf, ist das... Ah, okay. I have understand. Das war schön. Maschok. Nö, dann bleibt Christoph wieder draußen. So, Flammenwurf. Ich glaube, ich habe eigentlich ein ganz gutes Team. Wasser, also eine Wasserattacke habe ich ja. Das ist dann schon mal besser als gar nichts. So, steigt hier jetzt mal irgendjemand auf, bitte? Nö. Ah! Okay, wie kriege ich... War hier nicht ein Item? Da oben war das Item. Ich schätze mal, dass dieses eine komische Vieh, was wir da gesehen haben, dass das eine legendäre Pokémon ist, was mir noch fehlt. TM5. Was auch immer TM5 ist. Gibt es die TMs eigentlich doppelt? Ich muss wahrscheinlich eh zurück. Komm doch her, ich werde dich besiegen. Okay, Christoph! Ist das auch so gut wie das andere? Ja. Entoron. Dennis. Ich hätte gern Enton. Und irgendwie geht hier mein Handy schon das dritte oder vierte Mal ab. Ich find's aber nicht. Das liegt hier irgendwo in meiner Decke drinne. Ja. Nichts Besonderes. Also kein WhatsApp oder so, sondern einfach nur Twitter und irgendwas. Ich schätze mal YouTube. Yay! Endlich hat Dennis mal Level 46 erreicht. Oh, weia, ich bin besiegt. So, was haben wir hier? Hyperheiler. Kann man gebrauchen. Wo ist der Kackstein? Hier gibt's keinen Kackstein. Mist. Muss man wahrscheinlich runterplumpsen lassen. Nee, du. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht gegen dich kämpfen. Aber gegen dich. Die Siegesstraße ist sehr schwer zu meistern. Dann hört auf, mir hier auf den Sack zu gehen. 4-1. Pantimos. Da gibt es ja so einen lustigen Part von mir. Ist das gut? Duplexieb. Wow. Ich habe richtig Angst vor dem Vieh. So, wer hat Lust aufzusteigen? Keiner. Gut gemacht. TM17. Muss ich mir nachher mal angucken, was das ist.
Aber wir kämpfen jetzt noch gegen den einen Typen da, der da steht. Und dann gehen wir hoch zu den Leitern. Und machen dann da ein bisschen Spaß. Christoph ist Level 47. Du kannst ruhig noch weiter aufsteigen. So, guten Tag. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja. Eins, vier. Traumato. Das Pimmelgesicht. Aber ich will es nicht mehr Pimmelgesicht nennen, weil es ein Tapir ist und ich liebe Tapire. Aber Traumato kann sich nicht entwickeln, ne? Ich glaube, das war nicht so gut. Ach, das geht. Seine Öhrchen sind so süß. Auto. Hypno. Wer ist denn Hypno? Ach, das Vieh. Das brennt, glaube ich, gut. Nee. Ach. Jetzt fängt die Kacke wieder an, ey. Hier, Feuersturm. Brenn, du Sau. Zack. So, was machst du jetzt? Machst du Hypno oder was? Wieder rein? Ja. Nö. Ja, das ist das Alte. Letzte Flammenwurf. Wir haben ja noch irgend so ein Ding haben wir noch. Äther oder so. Top-Äther. So, was hast du jetzt noch? Ein Kadabra. Nö. Also, noch eins. Leute. Genesung könnte einsetzen, wenn er gegen Pokémon, gegen wilde Pokémon irgendwie kämpft. Aber nicht in einem Kampf hier. Was sind wir denn? Jo, komm, töte dich selbst, ey. Autos. Ist das gut? Jetzt kommt ja wieder dieses komische Ding. Junge! Leichte Aggression. Okay. Voll erwischt. So. Gehen wir mal hier hoch. Oder auch nicht. Verpiss mich mal hier, weil sonst habe ich nachher keine AP mehr, um noch so komische Typis hier zu besiegen. So. Aber weiter geht's erst im nächsten Part. Haha.